Hallo und herzlich willkommen zu unserer Vorstellung unserer Hausmesseartikel. Pauline und ich werden euch gleich anhand vieler toller Modelle unsere Hausmessestoffe vorstellen. Die meisten Artikel sind direkt lieferbar. Es gibt ein paar Artikel, die haben Liefertermine. Das ist eine Vororder, die läuft auch während der ganzen Hausmesse. Das sagen wir aber bei den jeweiligen Artikeln immer dazu. Und ja, würde ich sagen, Fangen wir direkt an. starten wir. Und wir starten mit dem Artikel Mandy. Mandy ist ein Baumwoll-Jersey, ein Leoprint hier auf weißem Untergrund mit einem Farbverlauf in Royal Blau und Pink. Hier ist der Farbverlauf im Hintergrund und mit einem schwarzen Leodruck. Und hier haben wir einmal die bunte Variante, schön frisch für den Sommer. Und Matthias zeigt auch drei wunderschöne Modelle. Genau, hier haben wir aus jeder Farbstellung einmal ein Modell. Hier einmal mit dem Schwarz und dem Pink diesen Aufreißerpulli. Also hier an der Seite sieht man das auch mit dem Reißverschluss. Das Schnittmuster ist von Meli P-Punkt, also richtig cool gemacht. Dann einmal hier in Jumpsuit in der ja, lila-weißen Variante. Und dann hier einmal den ganz bunten, das schöne lange Kleid. So, weiter geht's mit Artikel Anne. Anne ist eine viskose Webware. Wir bleiben beim Leo-Muster, gibt es in zwei unterschiedlichen Farbstellungen. Und zwar einmal hier pinkgründig mit Schwarz und diesem schönen kräftigen Grün. Und hier einmal petrolgründig, dann hier Schwarz und der Koralleton. Und auch hier haben wir ein schönes Modell, das Paulina euch jetzt noch zeigt. Ja, hier haben wir eine wunderschöne Bluse, ganz schlicht gemacht ohne Knöpfchen mit so einem schönen Band. Und man kann auch sehen, wie toll hier die Viskose fällt. Also ein richtig schöner Sommerartikel. Und wenn es zu kalt wird, haben wir auch später noch die passenden Artikel, die man drüber ziehen kann. Absolut. Dann geht es weiter mit dem Artikel Soria. Das ist ein Double Slub Musselin, also eine richtig schöne Leinenstruktur. Nach dem Waschen krinkelt er nicht wie ein normaler Musselin, sondern er bleibt glatt. Und hier haben wir sieben dunklere Töne und wir haben auch noch drei knallige. Hier haben wir Altrosa, Altflieder, Bordeaux, Salbei, Petrol, Marine und Ocker. Und dann kommen wir zu den Trendfarben. Das Grasgrün, das ist wirklich ein richtig schönes, kräftiges Grün. Royal Blau und Pink. Und man kann auch super den Artikel Mandy dazu kombinieren, wenn man sich ein Pullover, Kleid, Shirt und das passende Halstuch machen möchte, kann man hier auf jeden Fall wunderschön kombinieren. So, dann geht es weiter mit Artikel Katrin. Katrin ist ebenfalls dieser Double Slap Muselin. Auch hier kommt so ein bisschen die Leinenstruktur raus. Gibt es dann auch in dem ja, Leo-Muster. Das geht ja auf vielen Qualitäten. Hier haben wir einmal den Koralleton im Untergrund mit Türkis und Schwarz. Und dann hier einmal Türkis im Untergrund mit dem Korall und dem Schwarz. Und hier dieses Leo-Design kennen vielleicht einige schon, hatten wir im letzten Jahr auf Softshell, der kam ja sehr, sehr gut an und den haben wir jetzt auf dieser Qualität gemacht. Hier sieht man auch schön im Hintergrund die Leinenstruktur und hier diese Appliko mit Schwarz und Pauline zeigt hier auch nochmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir ein richtig schönes Sommerkleid und hier kann man auch sehen, dass er gerade runterfällt, also sich nicht krinkelt.
Und wenn man natürlich jetzt hier das kombinieren möchte, kann man auch das Oberteil in diesem Ton wählen oder in Royal Blau oder man macht einen Rock dazu mit Oberteil. Also es ist richtig schön, ist dieselbe Qualität. Genau, das hatten wir, hatten ja jetzt im Frühjahr das erste Mal und der Artikel oder die Qualität kam halt sehr, sehr gut an. Und der ist halt ja für Kleider, für Tücher im Kinderbereich, im Erwachsenenbereich. Ja. Für Hosen ist der auch wunderschön. Total, genau. Und weil er wirklich blickdicht ist. Genau, und der ist halt ein bisschen schwerer wie ein normaler Muselin. Und durch diese Leinenstruktur, kam er sehr, sehr gut an bei euch. Und genau, deswegen haben wir die Farben jetzt nochmal erweitert und hat auch neue Designs rausgebracht. Und mit dieser Qualität machen wir weiter. Das erste Design von Christiana Zielinski. Tulips and Flowers, auch in dem Double Slab Musselin. Und hier haben wir ein richtig schönes, dezentes Blumenmuster. Und Matthias zeigt jetzt einen Rock. Da kann man auch sehen, dass es wirklich blickdicht ist. Genau, man sieht hier einmal den Rock. Der ist jetzt hier kombiniert mit einem melierten Jersey, dem Vanessa meliert. Aber auch da könnte man natürlich ein Creme und so weiter dazu nehmen. Hier oben dann mit dem Rip Jersey. Und der fällt halt schön. Und Pauline hat schon gesagt, nach der Wäsche, er kringelt halt auch nicht. Er bleibt dann wirklich glatt und schönes Outfit. Ja. So, dann geht es weiter mit Artikel Thea. Thea kennen viele von euch ja schon, haben wir ja, oder ist ja unser bedruckter Musselin, wo es ja immer wieder neue Designs gibt. Und hier haben wir zum Herz natürlich auch einige neue Designs. Die sind jetzt immer auf diesem 009 Cremeton Hintergrund, also den gibt es auch in einfarbig, das ist ja dann der Artikel Jenke. Genau, und hier haben wir einmal dieses Weltraumdesign. Halloween darf natürlich auch nicht fehlen, da kommt nachher noch auf anderen Qualitäten auch nochmal so einige Designs. Genau, hier mit den Spinnennetzen und dem Kürbis. Dann hier einmal mit dem Fuchs und den Pilzen. Hier einmal dieses Walddesign. Und das letzte Design einmal mit den Heißluftballons. Und Pauline zeigt auch hier nochmal was dazu. Ja, hier haben wir drei schöne Modelle aus dem Musselin. Hier einmal ein Kleid, im Oberteil der Vanessa Melange in Kupfer verwendet wurde und dann der Musselin verarbeitet wurde. Also zwei Qualitäten kann man da auch wunderbar kombinieren. Hier für den jungen Mann. Und hier haben wir ein Halloween-Outfit. Das Thema Halloween haben wir nachher auch noch einmal und sehr schöne, viele Designs. Hier haben wir einmal einen Kürbis mit dem Gespenst und dann wieder in Kupfer einmal dieses Oberteil. Ich habe schon mal was vorbereitet. Vielen Dank. Und dann kommen wir zum nächsten Design von Christiane Zielinski. Viskose Webware. Und hier haben wir wunderschöne, dezente Blumen. Eine richtige, schöne Herbstblume ist das in herbstlichen Tönen, in Silbergrau und einmal in Ocker. Genau, hier haben wir zwei Modelle, also aus jeder Farbstellung. Einmal hier in dem Ocker, ärmellos, hier vorne schön mit der Schleife und dann hier einmal das Kleid so ein bisschen in Stufen genäht und sieht man auch, wie man das dann in unterschiedlichen Farben, wie es dann halt auch wirkt. So, dann kommen wir nochmal zu einer Viskose Webware, Artikel Paris, gibt es in unterschiedlichen Designs. Hier einmal das Paisley Design, gibt es in zwei Farbstellungen. Hier einmal diese Salbei Terra Richtung. Und hier einmal die unterschiedlichen Blau-Grautöne. Und dieses Design gibt es ebenfalls in zwei Farbstellungen. Und zwar einmal schwarzgründig mit dem dunklen Grün und dem Beige.
Und dann einmal schwarzgründig mit den unterschiedlichen Senf-Ockertönen. Und auch hier zeigt Pauline dann nochmal ein paar Modelle dazu. Ja, hier haben wir 4 unterschiedliche Modelle aus Viskose-Webware. Hier eine ganz klassische Bluse ohne Knopfleiste. Hier ein schönes Kleid mit einem Gummizug. Und hier kann man noch sehen, wie schön leicht es dann fällt. Hier haben wir eine Bluse mit einer Schleife vorne und ein Kleid oder auch Tunika. Auch richtig schön, richtig schöne herbstliche Farben. Dann machen wir weiter mit dem Artikel Aaron. In der beliebten Qualität 90% Baumwolle, 10% Elastan. Der Baumwolljersey ist hier mit weißem Hintergrund und Waldtieren zu sehen. Hier haben wir auf weißem Hintergrund Eichhörnchen und Mäuse. Hier einen Wald mit einem Fuchs, Bär und Hase. Hier haben wir einen Rehbock, Fuchs und Igel und auch, ja, der Untergrund ist so ein rötlicher Sandton. Hier haben wir auch den Fuchs, den wir gerade schon auf weiß hatten und einmal der Igel. Und diese Artikel kann man wunderbar als Futterstoff mit unseren Artikeln Naomi und Naomi Melange verwenden. Für Kinderoveralls als Innenfutter, Jacken, für einen Mantel und die passen wunderbar zusammen. Wenn man jetzt hier den Kupferton sieht mit dem Fuchs, kann man wunderbar die erdigen Töne verwenden oder auch die Khaki-Töne. Ich zeige mal ein paar Beispiele. Diese haben wir natürlich auch im Uni, das ist dann der Artikel Naomi, haben wir immer im Basic-Sortiment. Und da kann man natürlich auch mit den Farben spielen. Genau, Pauline hat es ja gerade schon gesagt, also die Designs eignen sich auch perfekt als Innenfutter für die ganzen Kinder-Overalls, aber man kann es dann halt auch als Hauptstoff nehmen und dann einfach ein Hoodie, ein Pullover und so weiter draus nennen. Und hier ist jetzt zum Beispiel das Eagle-Design kombiniert dann mit dem Vanessa-Meliert. Genau, also sehr viele Möglichkeiten. So, dann geht es weiter mit Artikel Mini Winter. Mini Winter gibt es in 4 verschiedenen Designs und jeweils 4 Farben. Das ist die beliebte 90 Baumwolle, 10% Elastan Mischung, also der etwas schwerere Baumwolljersey auch. Und zwar hier haben wir einmal einen Lila-Ton, naturgründig mit Lila. Das gleiche gibt es dann auch nochmal andersrum, also lila-grundig mit dem Natur. Dann einmal hier im Hintergrund sieht man so ein bisschen, es ist so ein bisschen schattiert, so ein bisschen meliert. Lilafarbener Hintergrund und dann die Bäume und die Häuser. Und dann die unregelmäßigen Punkte, auch perfekt zum Kombinieren. Dann hier einmal die Salbei-Farbvariante, Creme mit Salbei. Dann wieder die Farbstellung gedreht, also Salbei mit Natur. Hier im Hintergrund sieht man wieder, also dieses Design ist ein bisschen meliert im Hintergrund. Und dann die unregelmäßigen Punkte. Das hier ist einmal ein sehr schönes Oliv, Natur mit Oliv. Hier ist die Farbstellung wieder gedreht. Dann hier wieder dieser melierte Hintergrund und die unregelmäßigen Punkte. Und hier einmal der Braunton, also Natur mit Braun. Braun mit Natur. Hier sieht man auch wieder das schön melierte. Und dann die unregelmäßigen Punkte.
Und auch den Artikel kann man natürlich einzeln sehr, sehr schön verarbeiten oder untereinander kombinieren. Aber man kann ihn auch sehr gut als Innenfutter nehmen. Ich zeige jetzt einfach mal zwei Farbstellungen. Hier zum Beispiel dieser lila oder altrosa Ton. Und da kann man ja halt wirklich gucken, welche Abstufungen einem am besten dazu gefallen. Ob jetzt dieser dunklere Ton oder eher das ein bisschen ins Flieder geht. Oder dann hier bei dem Salbei- und Petrolton, da kann man auch wirklich gucken, welche Farben einem am besten dazu gefallen. Und Pauline zeigt jetzt nochmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir ein Hoodie-Kleid. Hier kann man natürlich auch unsere Bündchen zu verwenden, passen farblich auch perfekt dazu. Und man kann die natürlich untereinander kombinieren oder einfach nur das Hauptdesign wählen oder nur den vermeintlichen Kombistoff und kann natürlich auch die passenden Bündchen zu Naomi und Naomi Melange verwenden. Ja, kommen wir einmal nach vorne. Ich glaube, ihr habt es gerade nicht richtig gehabt, ne? Genau, also hier jetzt einfach nochmal, sieht man glaube ich nochmal, das ist jetzt einfach nur für die Farbe, aber dass man da die ganzen unterschiedlichen, ob jetzt das Salbei das oder das hellere Salbei oder Petrol dazu kombinieren möchte. Genau, oder hier dann die Bordeaux, Altrosa, Rosa-Richtung. Ja, da sieht man es sehr gut. Perfekt. So, jetzt kommen wir zu der Gewinnerin des Designwettbewerbs von Kreativ Selbst, von der lieben Julie Ju. Und wir freuen uns sehr, dass dieses Design gewonnen hat von Miss Mint Design. Das ist ein Kinderdesign mit einem Dino und einem Mammut und sind da richtig stolz drauf, dass wir den produzieren dürfen. Und es ist ein Vororder. Der Liefertermin wäre dann der November. Und ja, wir freuen uns sehr darauf und Matthias zeigt einmal ein richtig tolles Modell. Genau, hier sieht man einmal, wie der Pullover, also wie schön der Stoff da noch einfach wirkt. Der ist jetzt hier kombiniert mit dem Maike French Terry in dem Braunton. Und ja, ist ein ganz tolles Design. Also die Vorgabe war ja, das ist ein Kinderdesign und wie gesagt, wirklich perfekt getroffen. Und ist eine schöne Aktion gewesen und ja, wir freuen uns drauf. Ja, und es sind so viele tolle Designs eingegangen. Das muss man ja auch mal sagen. Es haben ganz viele mitgemacht und wir haben auch ganz viele tolle Designs gesehen. Und ja. Das muss man auch. Absolut. Aber es kann immer nur ein Gewinner geben. Genau, wer weiß, was danach dann noch alles kommt. Ja. Und es bleibt spannend. So, dann geht es weiter mit einem ganz tollen Strick, einem Baumwollstrick, Artikel Charlotte. Der ist sehr schön schwer, also der hat 500 Gramm, fällt aber trotzdem sehr schön, ist schön weich. Wir hatten in Köln ja schon zwei oder drei Artikel. Einige oder die da waren, die können sich an die Kuscheltiere erinnern und generell diese Stricks kamen sehr, sehr gut bei euch an. Und das ist jetzt einfach ein neues Design und gibt es in 5 Farbstellungen. Und ja, die stelle ich jetzt mal nach und nach vor. Und Pauline hat ja auch ein paar ganz tolle Modelle dazu. Und zwar einmal der Cremeton. Ich würde am liebsten jetzt einmal die Farbe umschmecken, aber das wäre dann ein bisschen gemein. Dann einmal das Altrosa, dann einmal dieser Taubton, dann ein schönes Salbei und das hier, ja, ist so ein dunkleres Jeansblau, würde ich es mal bezeichnen. Ist auch ein ganz, ganz toller Ton. Ja, und jetzt Pauline, Geschenke hoch. Ja, nicht, dass ich denke, ich mal irgendwelche Faxen, ich habe mich nur gefreut, weil diese Kombi, die ich Ihnen jetzt zeige, ist so schön und von einer lieben Kollegin von uns genäht für ihren Sohn. Und wir haben hier einmal so eine schöne Strickjacke. Dann einmal den Pullover aus Jeansblau. Kann man natürlich super miteinander kombinieren, eine ganz tolle Kombi. Dazu hat die liebe Jennifer noch die passenden Hosen genäht in den beiden Farben. Und weil sie sich nicht entscheiden konnte, welches Outfit sie dann am schönsten findet, hat sie auch eine Mütze genäht. Und wenn sie die blaue Kombi anhat, nimmt sie einfach die blaue Mütze. Und wenn sie die cremefarbene Kombi
gerade macht, hat sie eine Cremefarbenmütze. Dazu hat sie noch ein Halstuch genäht, gefüttert mit Vanessa Melange und noch einen Loop, auch gefüttert mit Vanessa Melange. Also das ist wirklich richtig, ja, ganz richtig toll. Toll. Ja, aber ich sehe halt auch so viele Outfits. Total, auch im Erwachsenenbereich, auch, ja, auch so Partnerkombis, ne? Ob jetzt Papa, Sohn, Mutter, Tochter oder Vater, Tochter oder wie auch immer, aber das sind wirklich, das sind ganz, ganz tolle Artikel und sehr, ja, vielseitig ansetzbar. Finde ich richtig schön, auch mit diesen schönen Holzknöpfen. Ja. Machen wir weiter mit den Baumwollstricksachen für, jetzt hatten wir Bekleidung und diesen kann man hier wunderbar verwenden für Decken, Überwürfe, Kissen, dass man da auch sich eine richtig schöne Kuscheldecke macht, wenn man den noch mit Vlies füttert oder mit unserem Artikel Gobi. Hier in wunderschönen Farben hat den September-Liefertermin. Hier haben wir Royal Blau, Schwarz, also die klassische Variante. Er ist wirklich richtig fest und also als Kuscheldecke stelle ich mir den richtig toll vor für den Winter. So ein Überwurf zum Beispiel, ne? Ja. Ja. Hier haben wir einen hellen Beereton. Dann einen schönen satten Beereton. Und natürlich darf auch diese Farbe nicht fehlen. Das ist wieder dieses wunderschöne Grasgrün. Ja, und da sind wir ganz gespannt, was wir daraus sehen dürfen. Absolut, ja. So, dann kommen wir zu Artikel Bono. Bono kennen viele von euch ja schon. Den gibt es ja auch im Standardbereich. Die Karte zeige ich jetzt einmal. Das sind die Farben, die ihr das ganze Jahr über beziehen könnt. Und da haben wir jetzt diese fünf Modefarben, die es jetzt während der Hausmesse gibt. Und zwar einmal dieser schöne, kräftige Pinkton. Dann einmal dieses dunklere Lila. Dann ein richtig schönes Royalblau. Dann dieses kräftige Grasgrün. Und einmal dieses hellere Türkis. Und den kann man zum Beispiel auch mit dem Artikel Anne, den wir vorhin vorgestellt haben, kombinieren. Also mit der Viskose. Da sieht man auch, wie perfekt zum Beispiel hier dieses Grün zueinander passt. Oder auch die andere Farbstellung von der Viskose-Webware. Dieser Korallton, der findet sich dann, also oder dieser Pinkton, das passt dann auch wirklich perfekt. Ja, und so kann man mit Viskose auch mit. Genau, da einen schönen Cardigan drüber und eine Strickjacke. Dann machen wir weiter mit dem Baumwoll-Jersey Patty. Hier auch schwarz-weiße Tupfen. Ein abstraktes Design, das haben wir in zwei Farben da. Hier in so Rottönen mit Senf. Das ist einmal eher in Mitttönen gehalten, in Schwarz und Weiß. Hier haben wir auch einen hellen Khaki-Ton, Aprikotfarben mit Blumen. Und geschwungene Linien haben wir auch in zwei Farben. Einmal auf Bordeaux mit Schwarz. Und einmal in diesem schönen Sandton. Der eignet sich natürlich auch total gut als Futterstoff für Erwachsene, wenn man Naomi dazu benutzen möchte. Ja, hier haben wir vier Modelle und zwar einmal aus diesem floralen Design dieses Shirt, abgesetzt jetzt mit dem Jersey Vanessa. Dann hier einmal dieser Rock, der in Falten gelegt ist, mit diesen Linien in den erdigen Tönen. Hier haben wir einmal den Hoodie aus dem abstrakten Design und dann einmal daneben noch das Oberteil aus den unregelmäßigen Punkten auf Schwarz. Okay.
So, dann geht es weiter mit Artikel Dahlia. Dahlia ist ein Modal-Jersey, gibt es auch in unterschiedlichen Designs. Und zwar hier einmal dieses abstrakte Design, diesen ja, schwarz-grau-altrosa-Tönen. Hier haben wir einmal diese ja, so ein bisschen geschwungenen Linien in Türkis, Terrakotta und Beige. Dann haben wir hier einmal ein Leo-Design, schwarz-rundig und dann wirklich mit sehr schönen, kräftigen Farben, Orange, Gelb und Türkis. Hier haben wir einmal ein florales Design und zwar mit Royalblau, Türkis und Pink. Und das letzte Design in dem Artikel ist hier auf schwarzem Untergrund dieses florale Design. Und Pauline zeigt auch hier nochmal ein paar Modelle dazu. Ja, hier kann man wieder schön sehen, was man alles aus Modal-Jersey machen kann. Hier haben wir einen Pullover und man kann natürlich richtig fein damit arbeiten und kriegt super diese Puffärmelchen hin. Dann ein schönes Kleid in so einer Wickeloptik. Hier haben wir einen Einteiler, einen Jumpsuit, kann man super zu Hochzeiten, also das sieht richtig edel aus. Und wenn einem das zu kalt ist, kann man natürlich auch wieder hier mit Bono spielen. Hier haben wir auch, also hier sind die ganzen Modefarben einmal dezent mit aufgenommen. Wer es sonst nicht so knallig mag, kann auf jeden Fall ist das Design super dafür. Und wer es richtig toll zum Hingucker machen möchte, kann natürlich sich hier ein richtig tolles Bolero-Jäckchen oder sowas noch dazu nehmen. In Royalblau oder auch dieses schöne Wassergrün passt perfekt dazu. Und dann haben wir noch ein sportliches Kleid aus diesem abstrakten Design. Kommen wir zum Baumwollflanell Maverick in der bekannten Qualität. Hier haben wir einen Baumwollflanell, der ganz leicht angeraut ist. Er ist kein dicker Flanell, sondern eher dünn. Und hier haben wir die Farben Schwarz und Weiß. Und ich zeige auch mal eben mit dem Maßband, da können Sie sehen, wie die Karo-Größe ist. Hier sind wir bei 4 cm. Und hier haben wir Kaki mit Schwarz. Dann Marine mit einem hellen Kaki-Ton. Kann auch hier das Maßband ranhalten. Hier haben wir kleine Karos in Rot und Marine. Und die klassischen Karos einmal in Rot-Weiß und Blau-Weiß. Und auch hier halte ich einmal das Maßband dran, damit Sie sehen können, wie die Größe ist. Ja, hier haben wir ganz unterschiedliche Modelle. Hier vorne einmal die Jacke, hier sind jetzt die ganzen Oberteile. Ich sehe den aber auch für Hosen, ich sehe den für Pyjamas, ich sehe den für Tücher. Also der ist wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Und genau, man braucht ihn also nicht füttern, er ist wirklich fertig so. Und ob für Männer, für Frauen, für Kinder, also ist ein ganz toller Artikel. Und ja, sehr vielseitig einsetzbar. Pauline möchte noch sagen. Ich wollte noch einmal eben auf diese tolle Jacke hinweisen. Wem das zu kalt ist im Winter, weil er ja etwas dünner ist, hier hat die liebe
Probenäherin Fiona als Futter genommen und hat so eine richtig tolle, warme Übergangsjacke. Aus einem dünnen Baumwollflanell entsteht dann hier eine richtig tolle, schöne, stylische Übergangsjacke. Soll ich mir noch hast du recht. Gut, dass du das nochmal eben erwähnt hast. Ich gehe wieder. Was sagst du? Ich gehe wieder. Du musst ja noch wegrollen. Das ist gemein. Heute ist das deine gemeine Art. Einmal im Jahr. Und zwar hier haben wir Artikel Tamme. Den hatten wir ja vor vielen Jahren schon mal. Den habt ihr euch zurückgewünscht und den haben wir jetzt nochmal in 6 Farben aufgelegt. Ist ein Double Face. Und zwar hat er immer eine Fließrückseite. Immer Ton in Ton, also hier die Plüschseite ist jetzt altrosa und der Fließ auf der Rückseite dann ebenfalls. Genau, gibt es dann einmal in dem altrosa, dann einmal hier in dem Salbeiton, in Ocker, in dem Khaki-Ton, dann einmal ein Hellgrau und einmal Anthrazit. Und den kann man auch für Loops, für Overalls, für Hoodies, also der ist auch sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Ist ein ganz toller Winterartikel. Ups. Ich sage nichts. Jetzt kommen wir zum Artikel Lina. Ist ein angerauter Sweat, also richtig schön kuschelig von der Innenseite. Auf Grau meliert haben wir hier Trecker und Baufahrzeuge. Ein Pinguin-Design in 2 Farben auf einem hellen Silbergrau und Anthrazit. Ein Weltraumdesign auf dunkelblau und die Dinos dürfen auch nicht fehlen. Hier auf einem dunkelgrün schwarzen Untergrund und die Dinos sind hier in neongrün Outlines gezeichnet. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel und zwar ist das ein Artikel von Cherry Picking. Und zwar Love and Happiness. Das Ganze ist ein Modal French Terry. Gibt es in 2 Farbstellungen. Hier sind die Buchstaben von Love and Happiness zu sehen. Zeigen wir gleich aber auch nochmal in groß und auch gleich ein paar ganz tolle Modelle. Und zwar die erste Farbstellung ist einmal weiß mit schwarz und einmal dunkelblau im Untergrund und mit Bordeaux. Achtung, Pauline. Mhm. Genau, hier sieht man einmal die ganzen Buchstaben, also von Pauline zu mir ist die Stoffbreite, also es ist kein Panel, es ist eine Allover und hier haben wir einmal die helle Variante und bei Pauline sieht man, ja letztendlich sieht man ja schon beide Varianten auf dem Bild, weil Pauline hat ja ein schickes Kleidband. Genau, und hier haben wir nochmal, muss mit dem Kopf einmal rausgehen, dann kannst du einmal hochgehen. Danke. Bitteschön. Genau, und hier haben wir einmal die dunkle Variante, also dunkelblau im Untergrund und dann mit Bordeaux. Ja, die Buchstaben sind so in diesem Just-Look gehalten. Genau, genau. Und auch für Kinder, für Erwachsene, ja. Männer, Frauen, also auch sehr, sehr vielseitig einsetzbar, das Design. Und hier kann man es auch sehen, dass auch zierliche Damen es wunderbar tragen können, weil es sieht wirklich immer anders aus und ist auch ein Kinderdesign. Also egal, welche Altersgruppe kann das super tragen. Hier haben wir ein Männerhoodie, ein ganz klassischer Männerhoodie. Und ich finde es immer super schön, wenn man da dann auch so die passende Hose anhat. Das ergibt dann immer so einen richtig coolen Style. Hier haben wir ein Kleid draus mit Bündchen in dunkelblau. Hier haben wir einen klassischen Pullover und irgendwie wirkt es überall anders. Also man kann damit wieder richtig toll spielen. Hier mit dem Jersey-Rock dazu. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Design von Cherry Picking.
der Artikel Back in Town, ein Canvas. Hier haben wir eine Paneelhöhe von 100 cm, also 1 Meter. Hier haben Sie einmal die Farbnummer für die Variante mit den Herzhänden und mit der Kaffeetasse oder Teetasse. Wir zeigen gleich das Panel nochmal in der vollen Größe. Und hier haben wir einmal die Farbnummer für das Panel mit der Dame und mit den drei Händen, die das Peace-Zeichen formen. Hier ist der Liefertermin, der Dezember. Es ist eine Vororder auf unserer Hausmesse. Und dieser wird auch vor Ort bei uns im Nähworkshop vernäht. Da sind die Anmeldungen schon gut eingegangen. Es sind noch ein paar Restplätze. Wir wissen jetzt nicht, wann das Video ausgestrahlt wird, was da vielleicht noch machbar ist. Aber einfach anfragen und oder vorbeikommen und schauen, ob vielleicht noch ein Platz frei ist. Genau. Am besten. Wir freuen uns. Genau, hier sieht man einmal das ganze Panel. Das ist auch wieder mit der beliebten Schnittlinie. Also hier haben wir jetzt zwei Paneele. Genau, hier unten sieht man dann die Schnittlinie. Genau, es sind immer zwei Taschen auf einem Panel. Die zeigen wir auch gleich noch einmal. Genau, was man Schönes daraus machen kann. So. Perfekt, danke. Hier haben wir das zweite Panel. Hier kann man auch nochmal zwei Taschen daraus machen. Man kann das auch super für Kissen verwenden. Genau, die Anleitung ist dann wieder bei uns. Genau. Im Shop zu sehen, wie gewohnt, genau. Und jetzt zeigen wir die Taschen. Jawohl. Hier haben wir einmal diese wunderschöne Tasche mit den drei Händen. Und als Kombistoff eignet sich natürlich Webware, Canvas, Baumwollwebware, aber natürlich auch super gut unser Kunstleder Rex. Auf dem Panel sind auch die Innentaschen zum Ausschneiden mit drauf und auch eine Brillentasche. Immer passend abgestimmt, aber wenn man natürlich alle Paneele hat, kann man sie auch untereinander kombinieren. Und auf das Gurtband kann man auch noch dieses schöne Band nähen. Und schon hat man eine richtig tolle Tasche. Die beiden Etiketten sind natürlich auch mit drauf. Ich finde die Größe perfekt. Es passt ein Ordner herein. Und er hängt, also die Tasche hängt auch nicht auf dem Boden. Also die hat eine perfekte Größe, weil ich habe meistens das Problem, weil ich ein bisschen kleiner bin, dass die Taschen auf dem Boden schleifen und ich immer dann den machen muss und dann laufen muss. Und das ist perfekt. Man kann es um die Schulter hängen oder auch einfach runterhängen lassen. So, auf diesem Panel ist diese Dame dann mit drauf. Hier haben wir diese Innentasche mit den Herzlollis und diese Brillentasche. Und das sind die Applikationen fürs Gurtband. Und zum zweiten Panel, da sind dann die beiden Varianten drauf. Einmal die Tasse. Mit dieser Innentasche und dieser Brillentasche. Und das ist die Applikation für das Gurtband. Mal so. Schaut mal einmal. Genau. Mal einmal. So. Ja. Und diese Tasche, die Levo-Tasche mit dieser Innentasche und der Brillentasche. Und das ist die Applikation für das Gurtband. Und wie gesagt, man kann auch wunderbar Kissen davon machen. Oder wenn man beide Paneele hat, macht man sich zwei Kissen und zwei Taschen. Ich finde es super schön. Also es hat wirklich die perfekte Größe. Das ist auch wieder ein ideales Kursthema. Ja, es wird bei uns selber im Workshop vernäht. Und man kann natürlich selber auch wunderbar seine Kurse damit bestücken. Das ist jetzt nur eben einmal wieder
eben hinstellen und mich auch zu fühlen. Okay. Wir melden uns in 10 Minuten wieder. So, es geht weiter mit dem Artikel Joyful Christmas. Das Ganze ist ein Baumwoll-Canvas, sind alles weihnachtliche Designs. Und zwar einmal hier auf beigefarbenen Untergrund mit den Beeren und den Zweigen. Dann hier einmal weißfarbenen Untergrund mit den Geschenken und den Weihnachtskugeln. Dann nochmal cremefarbener Untergrund mit den Rentieren und den Bäumen. Dann hier einmal mintfarbener Untergrund mit den Weihnachtsbäumen. Dann hier auf hellgrauem Untergrund das Haus, die Bäume und die Eiskristalle. Und hier einmal auf dunkelgrünem Untergrund die Weihnachtskugeln. Und wir machen mit Canvas weiter. Das ist der Artikel Ilana. Ilana wird Ihnen bekannt vorkommen von der H&H-Messe. Da hatten wir diesen Artikel auch in ganz vielen unterschiedlichen Designs. Passend zu unserem Artikel Vanya. Vanya hatten wir in Köln das erste Mal vorgestellt. Der Samtkord. Und dazu haben wir auch wieder passende Dekostoffe ausgesucht. Ich starte hier einmal mit dem Blätterdesign. Hier haben wir ein abstraktes Design in Weiß- und Samttönen. Hier ein geometrisches Design. Wieder Blätter in Beige-Tönen. Ein etwas dunkleres Design mit Blättern. Hier gemischte Farben, die ineinander laufen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Auf Weiß altrosafarbene Blätter. Dann ein abstraktes Design in Beere und Anthrazit. Wieder auf einem dunklen Untergrund Blätter und hier einmal auf einem hellen Untergrund. Und wie gesagt, sie passen alle gleich zu dem Artikel Vanya, unserem Samtkord in neuen Herbstfarben. Hier einmal die Blätter auf einem aquarell hellblauen Untergrund. Und wer es klassisch mag, haben wir hier auch einmal klassische Designs in hell und dunkel. Und hier noch ein Design in Kupfer mit hellen Blumen. Und jetzt kommen wir natürlich zum Highlight. Da hat einer die Flasche sich schon markiert. Oh, das scheint ein perfekter Hinweis zu sein. Und zwar, genau, Artikel Vanya, Pauline hat es gerade schon gesagt, hatten wir in Köln schon. Da war ja dieses tolle Sofa oder die Couch bezogen. Die kam ja sehr, sehr gut an. Da hatten wir auch diese Aktion, dass ihr da Fotos machen konntet. Da waren ja die Dekos dann dazu. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Und genau, hier haben wir jetzt 6 neue Farben in dem Artikel Vanya. Das ist hier wieder Kurzsamt. Diese Samtoptik. Hat auch den Steuergrad, also den Martindale von 90.000. Also für die ideal ist Medizin auch geeignet, aber auch für Taschen. Genau. Und den gibt es dann einmal in Beige, dann einmal in dem Ockerton, in Terracotta, in Dunkelgrün, dann einmal dieses schöne Dunkelblau. Und einmal in Schwarz. Und da zeigen wir jetzt einmal ein paar, ja, ein ganz, ganz tolles Designbeispiel und erinnert so ein bisschen auch an Köln. Ja, nur anders.
Nur anders, genau. Wir lassen uns natürlich immer wieder was Neues einfallen. So. Jetzt? Ja, ich hab's. Genau, dann kannst du vielleicht was zum Beziehen sagen, weil wir da ja auch eine Rückmeldung bekommen haben oder eine schöne Rückmeldung auch. Genau, unsere Polsterei, mit der wir zusammenarbeiten. Der Herr ist super begeistert von dem Artikel. Diese Rautensteppung, die er hier reingemacht hat. Also es ist wirklich richtig toll, weil es sich gar nicht, also es ist nicht dick. Du machst uns einmal, ich glaube, auf der Sitzfläche sieht man es ein bisschen besser. Ja, und genau. Ist so eine Rautensteppung gemacht worden. Man denkt, der Artikel ist sehr dick, aber man kann da auch wunderbar fein mit arbeiten. Und er hat erst gesagt, er kriegt die Rautensteppung, weil er das zuvor eine Rautensteppung hat, nicht hin, aber es geht wunderbar und er ist so zufrieden mit sich selbst. Also wirklich. Kann er auch sein. Ja, total. Davon haben wir zwei Stück. Werden Sie auf jeden Fall vor Ort auch wiedersehen. Da haben wir noch ein bisschen was mit geplant. Und ja, lassen Sie sich einfach überraschen. Genau. Und hier kann man natürlich auch wieder sehen, wie toll man da den Artikel Ilana mit kombinieren kann. Wenn man sich ein paar Dekokissen dazu macht. Ja, ist ein ganz, ganz toller Artikel. Und wie gesagt, kam in Köln sehr, sehr gut an. Und deswegen haben wir da jetzt einfach nochmal reagiert. Und neue Designs in dem Ilana und neue Farben in dem Banier. Ja. Und wo wir schon beim Beziehen sind, kann man natürlich auch super für Taschen nehmen, den Artikel Banier. Kommt jetzt eine ganz neue Qualität, die wir zur Hausmesse vorstellen. Kork. Wir haben drei verschiedene Korkartikel. Hier haben wir einmal die klassische Kork-Variante. Er ist 0,4 mm stark. Wie man einmal hier sehen kann. Total robust und fest, kann man super mit tapezieren, Täschchen mitnehmen. Also das ist wirklich, oder kleine Patches und sich Labels von machen. Das ist der Artikel Korkut, 65 cm breit, kommt auf 10 Meter Rollen zu ihm. Das zeigt Matthias gleich einmal. Das ist Korkut Gold und Silber heißt der Artikel. Hier haben wir einmal die schöne Silbervariante. Da schimmert es richtig gut. Und natürlich, der Artikelname verrät es, gibt es auch Gold. Und der Artikel Korkun gemustert. Hier haben wir Streifen. Kleine Quadrate. Ein Mandala-Muster in einem Petrolton. Er ist wirklich, also das, wir haben schon alles damit ausprobiert, das ist wirklich richtig bewusst. Ich kann ihn immer wieder glatt streichen, dann sieht man gar nichts. Hier ein verspieltes Design mit Eulen und Bienen. Ornamente. Und wenn man sich natürlich ein Täschchen nähen möchte aus dem Artikel Vanya, kann man auch wunderbar mit diesem Kork spielen. Das passt nämlich auch wunderbar dazu. Und hier haben wir noch ein Parkettmuster. Auch hier kann man natürlich wunderbar den Artikel Vanya verwenden. Oder wenn man auch, man kann ja auch damit tapezieren. Und wenn man sich jetzt eine Wand zu Hause damit tapeziert und dann unsere beiden blauen Sessel davor stellt, stellt mir das auch richtig vor. Und dann noch die Ilana-Kissen. Dann hat man ein komplettes, ausgestattetes Schlafzimmer. Anne, falls du zuschaust, ich möchte zu Hause ein Schlafzimmer. Also Anne ist meine Frau. Ja, genau, so bekommt ihr einmal den Artikel und zwar auf 10 Meter Rollen, einmal mit der Banderole hier drum. Wir haben gerade schon die ganzen Designs in diesen Kork gepackt. Genau, und hier seht ihr einmal
Genau, wie ihr den dann ausgeliefert bekommt. Also sind auch wirklich vom Volumen her absolut in Ordnung mit den 10 Metern. Und genau, hier einmal die Eulen. Hops, es gibt mehr. Genau. Du bist da, genau. Ja. Und ja, ich glaube, das wird ein ganz toller Artikel, auch gerade mit Gold und Silber. Ja, richtig cool. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel, und zwar Artikel Henry. Henry ist eine Baumwollwebware, gibt es in unterschiedlichen Designs. Fangen wir an mit dem ersten, graugrundig mit den Katzen. Dann einmal hier auf türkisem Untergrund die Rennautos. Dann hier einmal auf hellgrau mit den kleineren Autos. Und hier hinten einmal die kleinen Striche zum Kombinieren. Also der passt dann zu beiden sehr, sehr gut. Und dann einmal Halloween-Stoffe, sind ja auch immer mehr im Kommen. Und zwar hier einmal auf Baumwollwebware, einmal lila mit dem Geisterschloss und den Gespenstern. Dann hier auf weißfarbenen Untergrund mit der Eule oder auch der Mumie. Und dann hier einmal auf lilafarbenen Untergrund die Zwerge und die Kürbisse. Ich glaube, ich lasse den einfach mal so liegen. Ja. Hier kommt Artikel Elsa. Elsa hatten wir schon einmal. Ja. Und hier haben wir jetzt schwarzen Feintüll mit. Ja. Oder ich gehe mal eben nach vorne. Hier haben wir schwarzen Feintüll mit Sternchen, die als Hologramm schimmern. Und kann man natürlich wunderbar mit dem Artikel Henry verwenden. Mit den Halloween-Sachen, wenn man sich Täschchen näht und da so kleine Applikationen vormacht, ist schon sehr cool für Halloween. Ich glaube, ich bleibe einfach vorne. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel. Artikel Ombre. Ombre ist ein feiner Tüll. Gibt es in drei Farbstellungen. Und zwar fange ich mal an mit der türkis-grünen Variante. Aber die Kamera hat es gleich. Fangen wir einfach so mal an. Genau, hier sieht man das. Der fällt sehr, sehr schön weich. Und wie gesagt, hat dann wirklich diesen Verlauf in grün-blau. Und ich versuche es jetzt nochmal mit der Farbnummer. Genau, jetzt hat das die 255364. Danke. Dann einmal die 936432. Das ist die altrosa bordeauxfarbene Variante. Den packe ich mal so ein bisschen zusammen. Da sieht man das auch schön, wie schön der fällt. Und ist ein ganz toller Dekoartikel, ob jetzt für Schultüten oder generell, einfach zum Dekorieren. Sehr, sehr schön. Für Karneval, für Kostüme, Prinzessinnenkleider. Genau. Und dann einmal eine Regenbogenvariante. Das ist die Farbnummer 999999. Und hier sieht man den Regenbogenverlauf. Und wir machen weiter mit Feintüll. Und jetzt wird es langsam gruselig. Wir haben hier ein Spinnengewebemuster auf schwarzem Feintüll. Das schimmert silber. Und hier kann man natürlich auch wieder super den Artikel Henry mit den Gespenstern. Also da kann man schon toll mit spielen, wenn das noch so durchscheint leicht und dann das da so vorhängt oder auch als Deko für die nächste Halloween-Party. Finde ich richtig, richtig cool. Das gut. Ja, und auch Halloween, das Thema kommt halt immer mehr rüber. Ja. Es wird immer präsenter. So, dann kommen wir zum Artikel Bu. Ist eine Baumwollwebware, gibt es auch in unterschiedlichen Designs. Und zwar einmal das hier mit den Händen, gibt es in zwei Farbstellungen.
schwarzgründig mit Rot und einmal weißgründig mit dem Dunkelrot. Und dann einmal das Spinnendesign, schwarzer Untergrund mit Rot und weißer Untergrund mit den schwarzen Spinnen. Dann hier einmal schwarzer Untergrund mit den richtig schönen, kräftig farbenen Kürbissen und den Fledermäusen. Und dann einmal auf dunkelblauem Untergrund mit den Gespenstern. Und hier zeigt Pauline jetzt auch nochmal was dazu. Ja, und an Halloween sammeln die Kinder ja Süßigkeiten ein von Haus zu Haus und man kann denen natürlich ein passendes Täschchen dafür nähen. Da passen ganz viele Süßigkeiten rein. Oder auch ein etwas kleineres. Oder wenn man Süßigkeiten packt für die Kinder, die dann vorbeikommen, kann man natürlich auch so tolle kleine Säckchen nähen, wo man Süßigkeiten reinsteckt und wenn es an der Tür klingelt, freuen die Kinder sich. Und ich glaube, wenn man sowas verschenkt, dann wird es die ganze Zeit klingeln. Also ich wäre auf jeden Fall immer da. Und die Tüte ist voll. Und die Tüte ist voll. So, jetzt kommen wir zu dem French Terry. Wir brauchen ja auch Bekleidung an Halloween und das kann man super aus diesem French Terry machen. Hier haben wir einmal die Gespenster. Und dann der Handabdruck auf weiß und schwarz. Einmal die Spinne. Und alle Designs kann man auch super für Karneval verwenden. Hier haben wir die bunten Kürbisse. Und in der Halloween-Kategorie, ja, also die beliebte Serie, wir können sie leider nicht nennen, aber alle, die sie gesehen haben, werden es erkennen. Und hier haben wir auch ein richtig tolles Modell, was wir haben. Das zeigt einmal Matthias. Genau, hier haben wir die ganz unterschiedlichen Modelle. Pauline hat es ja gerade schon gesagt. Einmal, ja, viele, die es gesehen haben, die werden das Design wieder erkennen. Hier unten dann der Abschluss mit dem Tüll. Und ja, ist einfach ein gruseliges Design, darf man das sagen? Also eigentlich darf man dabei nicht lächeln, wenn man jetzt kommt. Nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Die beiden super schön. Total, genau. Ja. Genau, und hier dann was für die Coolen, die dann einfach was mit den Händen drauf haben wollen. Oder jetzt hier etwas bunter mit der Hoodie mit den Kürbissen innen drin, dann passend abgesetzt mit dem Vanessa Jersey. Man kann natürlich auch da viele Farben zu kombinieren. Und dann hier noch einmal den Hoodie mit den Spinnen, schwarzer Untergrund mit Rot. So, dann kommen wir zum ersten Artikel von Lücklück Design, Artikel Glow. Das Ganze ist ein French Terry. Gibt es zwei Paneele. Und zwar hier einmal, zeigen wir gleich nochmal in groß, einmal mit dem Alien. Dann noch ein Panel mit dem Flamingo. Ihr seht schon, ist so ein bisschen neonfarben. Und dann gibt es dazu natürlich auch Kombistoffe, und zwar einmal der Streifen hier mit dem Blau und dem Neongrün. Dann einmal der Streifen in Blau mit dem Neon Pink. Und einmal die Schweine, die ihr im Hintergrund gesehen habt. Und wir zeigen euch das Ganze jetzt nochmal in groß. Ich hab's gleich. Ja, alles gut. Ich hab Zeit. Genau, hier haben wir einmal das Panel. Da sieht man einmal, wie man. Hast du? Ja, weg. Genau, wie man perfekt den Streifen dazu kombinieren kann. Oder auch hier den Hintergrundstoff, den man natürlich, oder man kann beide natürlich auch einzeln nehmen. Panelhöhe ist 75 cm. Das ist ein Vororderstoff, also der wird während der ganzen Hausmesse bestellbar sein und wird dann im November ausgeliefert. Und genau, kannst du noch einmal die Rückseite zeigen. Da geht es dann
so weiter. Also das ist einmal das Design mit dem Flamingo. Und dann nochmal das Design mit dem Alien. Gleiche Panelhöhe, also 75 cm. Hier passt perfekt der Streifen dazu. Und die Steine oder die Mauer im Hintergrund. Natürlich auch was für Alien. Total, genau. Und du kannst ja nochmal eben was zu den schicken Modellen sagen. Ja, hier haben wir die Kombistoffe auf Einzelpanel. Hier wurde einmal der Streifen quer oder diagonal eingesetzt und hier läuft er dann wieder gerade. Hier haben wir den Flamingo einmal an die Seite gesetzt. Hier das Alien auf der Rückseite von dieser Sweatjacke. Hier haben wir das Panel vorne verwendet mit dieser coolen Tasche hier. Und hier sehen wir auch einmal den Kombistoff mit den grünen und türkisfarbenen Streifen, nur so als Hoodie. Also die Kombistoffe sind mega auch einzeln zu verwenden, sieht man auch hier bei der Hose. Und jetzt kommen wir zu den Designs von Thorsten Berger. Hier haben wir zwei Artikel. Ich starte einmal mit dem ersten. Das ist der Artikel Street Life. Eine Panelhöhe von 85 cm, ein French Terry. Hier ist einmal die Farbnummer für die Tauben. Diese zeige ich Ihnen jetzt einmal. Ich zeige es gleich auch noch einmal groß. Das ist einmal auf dem Panel und auf der anderen Seite ist es einmal diese Taube. Und dann haben wir in diesem Artikel auch noch eine Bulldogge. Und das ist die Farbnummer. Entschuldigung, ich war zu schnell. Für die Bulldogge. Und dazu haben wir auch wieder den Kombistoff. Genau, hier dann nochmal in groß. Einmal das Taubendesign. 85 cm Panelhöhe. Ist dann wieder mit der beliebten Schnittlinie. Hier die Rückseite. Genau, die Pauline hat dann nochmal die Bulldogge und da sieht man dann auch, wie perfekt dann der Stoff, den ich finde, den man auch einzeln sehr, sehr gut nehmen kann, dazu passt. Ein bisschen dichter. Ja, sehr schöne Design. Vor allem der Hintergrund ist schön schlicht. Ja. So. Dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel, ebenfalls ein Thorsten Berger Shop-Artikel Powerful, ist ebenfalls eine Vororder und wird im November ausgeliefert, ist ein French Terry. Und zwar haben wir hier einmal das All-Over-Design, wir zeigen aber gleich auch die Paneele nochmal im Ganzen, aber hier einmal das All-Over-Design. Das heißt einmal hier ein Panel, hier einmal für die Farbnummer, dann gibt es das Ganze auch noch in der grünen Variante, grün-grau, einmal der All-Over und dann auch hier wieder das Panel dazu. Hier einmal mit dem Hund. Genau, dazu gibt es einen Kombistoff, den ich finde, den man auch einzeln sehr, sehr gut nehmen kann. Das ist einmal Petrol mit Dunkelpetrol. Und das gibt es dann auch in einer zweiten Farbstellung. Und zwar einmal hier in den Lila-Tönen und auch hierzu gibt es dann den passenden Kombistoff. Und das zeige ich euch jetzt aber nochmal vorne. So, fangen wir hiermit an. Genau, also die Pauline halt einmal das Panel hoch, wie gesagt, wieder 85 cm. Hier dann der
Kombistoff dazu. Die Rückseite läuft dann ebenfalls so weiter. Einmal wenden bitte. Danke. Genau. Und dann zeigen wir euch auch nochmal die Spitzenzahn. Ich nehme es ab. So, dann hier einmal die zweite Variante. Genau, einmal in dem Petrolton und auch hier der Kombistoff dann dazu. Und hier dann nochmal das andere Design. Und das seht ihr auch im Hintergrund schon, die tollen Modelle. Hier dann einmal den All-Over. Genau, da geht jetzt auch der Streifen auf der Rückseite dann so weiter. Auch das ist wieder, oder die Paneele beträgt hier wieder 85 cm. Ich gebe dir gleich was Extra. Mache ich gleich. Genau, und hier einmal die zweite Farbvariante mit dem Lila und dem Orange. Und auch hier dann der All-Over dann dazu. Danke. Bitteschön. Und hier haben wir einmal drei Modelle. Hier einmal haben wir den All-Over vernäht mit einer passenden orange-roten Hose. Hier für die Herren einmal das Panel als Pullover mit der Hose in dem All-Over-Druck. Und hier haben wir einmal das Panel in lila-orange mit der passenden Hose. Also ist richtig, also ich finde diese Farbkombi schon richtig gut. Total, es knallt halt irgendwie, ist fetzig. Das Design ist cool, fetzig darfst du nicht sagen. Die Farbkombi ist cool, das Design ist total cool. Ja, finde ich auch. Hat also, du hast ein Kompliment, hast hier wieder was. Ja, super. Sehr gut ist ausgedacht. So, das war es dann auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, euch haben die Stoffe gefallen. Wir freuen uns sehr auf euren Besuch in Nordhorn. Also ihr seid sehr, sehr herzlich eingeladen von Freitag, dem 25. bis zum Sonntag, den 27. zu uns zu kommen, ans Lager zu kommen. Ja, gibt viel Neues und jeweils von 8 bis 16 Uhr sind wir für euch da. Und ja, danach geht es dann ab Dienstag, werden die Stoffe dann online gestellt. Aber erstmal habt ihr vor Ort die Möglichkeit und ja, wir freuen uns auf euch. Dann darf ich noch einen kleinen Dank an euch ausrichten und einen großen Dank. Das macht wirklich ganz toll, das macht Spaß zuzuschauen. Dank an Sie, dass Sie so lange zugeguckt haben. Und gestatten Sie mir noch eine kleine Anmerkung zu der Hausmesse. Wir durchleben ja zusammen gerade sehr, sagen wir mal, interessante Zeiten. Und das Motto unserer Firma lautet, der feste Blick nach vorne.